Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und ich bin heute im Gespräch mit der Sinologin und Übersetzerin Laura L. Mendes. Sie lebt seit letzten Oktober in Taiwan und hat zuvor Sinologie in Heidelberg und Übersetzung in Germersheim studiert. Und heute stellt sie uns ihr Studium der Übersetzungswissenschaften für Chinesisch-Deutsch vor und erzählt aus ihrem Arbeitsalltag als Übersetzerin. Du bist ausgebildete Übersetzerin für Chinesisch-Deutsch und Spanisch-Deutsch. Mhm. Wo hast du das gelernt? Ich war nach meinem Bachelor dann in Germersheim, einem kleinen Dorf in der Nähe von Speyer. genau, und das Germersheim hat einen Fachbereich, der zur Uni Mainz gehört. Aber der Fachbereich bezieht sich quasi nur auf Sprache, Kultur und Translation. Oder Moment, FTSK, also Translation, Sprache und Kultur. genau, und quasi die Studiengänge, die es dort gibt, haben alle mit Übersetzung und Interpretation zu tun. Es gibt auch verschiedene Sprachgruppen, also ich glaube insgesamt bis zu 20 Sprachen, die man dort mit Übersetzung oder Interpretation studieren kann. Genau, also es ist eine kleine Community von Übersetzern quasi, die dort in Germersheim leben. Und das war auch eine schöne Erfahrung, ja. Warum, was war da dann so schön? Oder? Naja, erstmal so wirklich das Gefühl zu haben, dass man mit Gleichgesinnten studiert. Also im Bachelor war das schon noch offener im Sinne von, ja, wir studieren alle Sinologie oder halt Chinesisch, aber die Schwerpunkte der Leute waren schon unterschiedlich. Manche Leute wollten dann eher in Economics gehen oder andere Bereiche. Und tatsächlich gab es nach meinem Empfinden nicht so viele Leute, die an Literatur oder Sprachwissenschaften oder so interessiert waren im Bachelorstudium. Ich glaube, auch meine Bachelorarbeit war eine der wenigen, die halt zu dem Thema auch geschrieben wurden. Genau, also mein Empfinden war dann in Germersheim so ein bisschen angekommen zu sein mit anderen gleichgesinnten Nerds gefühlt. Oder einfach Leute, die auch sehr offen sind und gerne über Sprachaustausch und so weiter reden, recherchieren. Ja. Was gehört da dazu, wenn man Übersetzerin für Chinesisch nicht nur werden will, sondern eben auch studieren will? Also es gibt ja auch viele Leute, die das sozusagen über andere Wege sich aneignen, aber du hast wirklich eine ganz fundierte Ausbildung in der Übersetzung. Richtig, also Übersetzung muss man nicht studieren, aber es ist schon sinnvoll, weil man Übersetzungswissenschaften halt quasi lernt, also mit verschiedenen Herangehensweisen, spezifisch oder gezielt Übersetzungen zu machen. Das heißt, klar, man kann aus Intuition übersetzen, aber man kann natürlich auch sehen, welche Thesen gibt es zu bestimmten Ansätzen, wie kann man bestimmte Bücher oder bestimmte Menschen, die in den Büchern sprechen, zum Beispiel auf einer anderen Sprache nochmal gleich oder ähnlich darstellen. Zum Beispiel im Chinesischen Sprüche oder Chengyu nennt man sie, oder es gibt Dialekte, Soziolekte, die man halt auch im Deutschen auf eine gewisse Art und Weise darstellen kann. Ja, es geht darum, wie die Übersetzung dann wirken soll im Deutschen. Ja. Das heißt, du hast eine Spezialisierung für Literaturübersetzung. Habe ich, genau. Also man kann verschiedene Schwerpunkte auch im Übersetzungsstudium wählen. Es gibt zum Beispiel Leute, die auch eher für technisches Übersetzen Interesse haben. Ich habe dann Literaturübersetzung hauptsächlich gemacht, ja. Hast du auch Dolmetscherfahrung? Nein, also es gibt dort Kurse, die man machen kann, Translationsstudium, oder man studiert halt Interpretation und hat dann nur Interpretation, also diese Dolmetschkurse. Ich habe damit keine Erfahrung gemacht, aber hätte können. Und was ist dein Wunschziel? Also du hast jetzt einen Übersetzungsmaster, du bist ausgebildete Übersetzerin mit einem Schwerpunkt Literatur. Ist es leicht, da Fuß zu fassen als Literaturübersetzerin? Ich würde sagen, es gibt verschiedene Optionen. Also was Übersetzung angeht, kann man ja alles Mögliche übersetzen. Ich habe ja zum Beispiel 2 Jahre für eine Videospielfirma übersetzt, vom Chinesischen ins Deutsche. Das Spiel hieß übrigens Genshin Impact. Oh, das kennt man schon. Also, das kennt man. Ja, natürlich, es war ein großes Team. Also ich habe nur einen kleinen Teil dazu beigetragen. Aber es war schon eine gute Erfahrung, als Übersetzerin einzusteigen quasi.
Ja, aber es gibt verschiedene Dinge, die ich machen kann tatsächlich. Also Untertitelung zum Beispiel ist auch ein Punkt, der mich interessiert, was ich auch teilweise gemacht habe bei dem Videospiel. Es gibt verschiedene Themen, die man da machen kann. Wie denkt man als Übersetzerin über diese neuen Tools, die jetzt so rapide den Markt erobern? Also ich verwende inzwischen jeden Tag Google Translate. Mhm. Das machen wir auch. Also es gibt natürlich auch andere Tools wie Trados oder so. DeepL ist auch einer der öffentlichen, besseren Übersetzer, glaube ich. Also bei uns im Studium haben wir das schon mit in Begriffen gehabt. Also es gibt Kurse zu, wie nennt man das? Es gibt Kurse zu Post-Editing zum Beispiel, weil das jetzt auch Teil der Arbeit eines Übersetzers ist, dass man quasi vorübersetzte Texte einfach nur bearbeitet oder genau nachkorrigiert, teilweise. Die Technologie dazu wird immer besser, das muss man schon auch eingestehen. Genau, und ich denke, zumindest bei uns im Fachbereich war das jetzt nicht eine so Anti-Haltung dazu. Es ist auf jeden Fall willkommen, es ist ein Tool. Es ist immer noch nur ein Tool. Man braucht Leute, die mit diesen Tools arbeiten können, um halt die Arbeit gescheit zu machen. Genau. Von daher ist es einfach eine Änderung der Arbeit als Übersetzer. Bedeutet das, dass der Druck immer größer wird, dass das Volumen immer größer wird, dass man in der Zeit schaffen muss, weil es diese Tools gibt? Ja. Also das war auch meine Erfahrung jetzt als Einsteigerin in den Beruf, Übersetzerin mit dem Videospiel, wo man quasi pro Tag 4000 Schriftzeichen übersetzen sollte. Und das ist schon relativ viel. Also machbar, weil wir auch diese Tools haben. Aber ich glaube, früher war es weniger ohne Tools. Also ja, es ist auf jeden Fall eine Veränderung in der Geschwindigkeit, in der Inhalte rausgepusht werden sollen. Ja, das ist schon mehr Druck und Zeit. Wobei die öffentlichen Tools für Chinesisch-Deutsch noch gar nicht so gut sind, ist meine persönliche Erfahrung. Das stimmt. Also man muss auf jeden Fall immer noch dran arbeiten. Also dann Post-Editing machen oder genau. Einfach, ich benutze Google Translator zum Beispiel auch, wenn ich einfach schnell so eine Struktur von einem Satz haben möchte. Aber man muss immer noch immer was dran ändern. Also ich würde sagen, von Google Translate 50% von dem, was da rauskommt, muss man nochmal nacharbeiten. Also ja. Ja, sehr, sehr spannender Einblick über die Ausbildung und die Arbeit einer Übersetzerin für Chinesisch-Deutsch. Und diesen Einblick führen wir nächste Woche im Wochenendmagazin fort. Da ist wieder Laura Ull-Mendes zu Gast und dann stellt sie uns eins ihrer Lieblingswerke der chinesischsprachigen Literatur vor, den Traum der Roten Kammer, den sie auch in ihrer Abschlussarbeit besprochen hat. Und das war das Wochenendmagazin mit Carina Rother. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis nächste Woche.